Und zwar an allem. So, alles klar. Nein, ich bin jetzt mal so mutig und ignoriere mal den Speicherpunkt. Und werde jetzt lieber hier den Weg nach oben nehmen. Ja, und los geht's. Die Kette des Gleichgewichts und wir dürfen steuern. Cool, was? Zoom. Ah ja, die ist auch cool, die Stelle. Die war auch auf der Demo und da gab es auch diese hässlichen, ekelhaften, im Boden Versinkviecher nicht. Okay, aber egal. Freuen wir uns jetzt erstmal hier dran. Wir müssen natürlich hier den Hindernissen ausweichen. Ist ja klar. Ich meine, wir verkacken nicht direkt, wenn wir dagegen stoßen und wir verlieren nur ein bisschen Energie. Und das geht dann so lange, bis wir halt tot sind. Und da fallen auch Sachen runter, was auch nicht so toll ist. Wow. Okay. Hier durch immer nur den Überblick behalten, was hier ein bisschen schwer ist. Alter. Oh, okay, aber da wird es wieder ein bisschen freier. Oh Gott, jetzt kommen da noch Katapultkugeln runtergefallen. Aber auch wieder so eine Idee von den God of War machen, die jetzt auch schon unzählige Male kopiert wurde. So, aber wir sind jetzt fast oben. Und wir kriegen Gesellschaft. Und deswegen, oh Gott, und deswegen liebe ich dieses Spiel einfach. Und mit der Szene hat auch die Demo geendet, wo er auf den Titanen gesprungen ist. Allerdings hatte er da seine Chaos-Klinge in der Hand und nicht die Klinge des Olymps. Aber, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ja, dann ist das echt so ein derbes Cliffhanger-Ende gewesen. Weil der springt dann so auf den Titanen zu und dann kommt God of War 3. Ja, so war's und danach will man dieses Spiel unbedingt haben. Oh Gott. Okay. Oh, oh Gott, ich bin direkt in der Schusslinie. Oh, verdammt. Na, 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 erwischt mich nicht. Oh, okay. Oh Gott, nee, ich bleib hier. Oh, noch einer. Das erinnert mich jetzt auch schon wieder so ein bisschen aus den anderen, dass diese Geschicklichkeitsaufgabe aus dem ersten Teil mit den rollenden, brennenden Steinen, wo man dann die Türen öffnen musste. Oh jo, oh oh, oh oh, oh oh, oh nein, ich spring auch noch genau rein, ey. Ich wollte eigentlich nach rechts springen. Okay, Sicherheit. In Sicherheit. Ah, hier ist irgendwas zum Freilegen für Helios. Ah, eine Kiste. Sehr gut. Ein Phönixfeder. Okay. So, jetzt könnte ruhig der nächste Speicherpunkt kommen. Und Schwung holen. Und da hochziehen. Wow, und weiter geht's. Ach ja, deswegen liebe ich dieses Spiel. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt langsam verstehen. Also, die von euch, die God of War nicht kennen. Wow. Okay. Drunter weg. Und drüber weg. Und drunter weg. Und durch. Und aus dem Weg. Okay, wow! Okay. Aua. Okay, ich mache mir meine eigenen Löcher, um durchzufliegen. Ja, in der Demo ging der... Oh, der Bereich... Oh, der war direkt... Au. Dran gehängt an den ersten, wo wir eben geflogen sind. Da kam diese Kletterei nicht vor. Oh, ich muss mich jetzt konzentrieren hier. Und dann kam hier das mit dem Titan. Aber so wie es aussieht, sind wir gleich draußen. Da sind wir in den Höhlen. Also sind wir nicht wirklich draußen. Und hier ist wieder eine Kiste. Das ist doch schön.
Mit einem Minotaurenhorn. Gut, dann wird die Leiste auch aufgebessert. Das sieht doch schon nicht schlecht aus. Gut, ja. Und ich höre wieder das traurige Lied. Und wir müssen anscheinend da durch oder zumindest das hier frei machen. Ihr fragt euch jetzt sicher, das sieht nach Rätsel aus. Ja, ist es. Genau das ist es nämlich. Ich weiß jetzt nur nicht, ob man es jetzt lösen muss oder ob man später nochmal hierhin zurückkommt. Ich weiß es ehrlich nicht mehr. Das habe ich wieder verschwitzt. Okay, aber anscheinend bringt es uns erstmal auf die andere Seite, so wie es aussieht. Kann mich auf jeden Fall noch bewegen. Juhu! Eine interaktive Zwischensequenz. Ja, da unten ist irgendwas, wo man sich draufstellen kann. Okay, gut. Vielleicht auch nicht gut. Ah, okay. Dann dranhängen. Und schwingen, dass wir darüber können. Sieht aus wie eine Waage. So ein Gewicht. Was aber nicht ist. Ich mit meinen falschen Vermutungen. Okay. Und hoch. Und wieder mal Weg frei machen. Okay. So, so langsam könnte jetzt aber auch mal ein Speicherpunkt kommen. So wie die Musik sich anhört, kommen jetzt erstmal Gegner. Ja, natürlich. Verbrenne. Verbrenne. Okay. Ah, verdammt. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch, aber jetzt nicht mehr. So, hier geht jetzt auch alle drauf und ich möchte endlich mal einen Speicherpunkt. Tschüss. So, tschüss und tschüss und tschüss, habe ich gesagt. Alles klar. Gut. Wo bringt uns das Teil jetzt hin? Okay, sind wir angedockt? Ah, Minotauren. Euch habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Oh, ich bin gerade auszusehen auf die... hallo? Könnt ihr bitte damit aufhören? Ja, du auch. Das ist nämlich nicht nett. Ich möchte nämlich nicht hier runterfallen. Okay, was war das? Wieso hat das jetzt gerade bei mir nicht so wirklich geklappt? Na gut, probieren wir es halt nochmal. Na... Und mein Akku ist wieder leer. Hey. Wie gesagt, es passiert immer in Zwischensequenzen, in LPs. Okay, dann töte ich sie halt so, wenn das irgendwie nicht klappen will. Okay, tot. Okay, das Kettenglied, das sieht ziemlich beschädigt aus. Kommt ihr denn jetzt her? Okay. Da drüben stehen Bogenschützen, was mir nicht so gefällt. Aber ich habe ja... Ich habe ja meinen Bogen. Der mir schon gute Dienste erwiesen hat. So, und der auch direkt drei Gegner auf einmal verbrennt. Was sehr schön ist. Epische Musik. Doch was passiert? Lass mich raten, ihr wollt das gleiche versuchen wie eure zwei Kollegen gerade eben. Anscheinend. Ihr wisst schon, dass ich nicht einfach so durchgehen lassen kann. Oh. Leute, hier. Ich krieg da mal ein paar Speere ab. Okay, jetzt versuchen wir es nochmal, die finnische Attacke. Und ich hänge mir jetzt so schnell auf die Tasse, ich kann. Und trotzdem klappt es nicht. Ich weiß nicht warum. Naja, dann machen wir es halt wieder auf die althergebrachte Art und Weise. Wenn der nicht alles abblocken würde. Gegner, die alles abblocken. Schlimm. Ah, na geil, auch noch so ein Cerberus-Hund. Ah, das zieht sich hier aber ganz schön, ey.
verdammt. Ich sollte nicht, während ich an einem Quicktime-Event bin, auf die Uhrzeit gucken. Besser gesagt, auf die Aufnahmezeit. Das ist ja nämlich extrem doof. Okay, ich verstehe schon. Ich muss diese blöde Kette beschützen. Ich hasse es, Sachen zu beschützen. Ah, jetzt weigere dich nicht, Hund. Helf mir. Ah. Okay, ich glaube, das war's. Auf den ist kein Verlass mehr. Dann muss ich das wieder per Hand machen. Oh, ho, 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 Leute. Wenn ihr von allen Seiten angreift, ist das nicht gerade fair. Ich hänge hier an der Kette fest. Was auch nicht gerade intelligent ist. So. Komme ich jetzt vielleicht mal irgendwann zu einem Speicherpunkt? Okay. Wir haben aber angedockt, was schon mal nicht schlecht ist. Und da in der Mitte ist was. Ach, da... Ah, der. Aha, ja. Der Paketlieferant ist da. Hermes, der Götterbote. Wen haben wir denn da? Kratos, der gefallene Gott. Geist, Spartas, der verfluchte Sterbliche. Meine von Zeus Schmeißfliegen zu fangen, fehlt mir die Zeit, Hermes. So spricht ein Feigling, Kratos. Du fängst mich nicht, weil du weißt, dass du es nicht kannst. Kratos, wo geht's denn heute hin? Wieder Familienmitglieder umbringen? Ach stimmt, ja, dieses Mal deinen Vater Zeus. Vergiss es, das wird nichts. Kratos in unmöglicher Mission. Mal wieder. Nie wird er es lernen, nie wird er es sehen. Kratos ermordet sein eigenes Fleisch und Blut. Kratos, Göttertor und Tor der Menschenbrut. Auf immer, immer verdammt. Auf immer, immer verloren. Verzehrt von Rache und brennendem Zorn. Der Spartaner läuft auf zum Todesdorn. Allein für so eine schwule Stimme müsste man den schon töten. Und dafür, dass er uns provoziert. Steht in der griechischen Mythologie eigentlich geschrieben, ob Hermes schwul war? Können Götter überhaupt schwul sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hört er sich so an. Das heißt, wir müssen ihm erstmal hinterher an dieser riesigen, unüberwindbaren Kette. Okay. Ach, erkennt ihr das hier? Da waren wir nämlich schon mal, ganz am Anfang, als wir versucht haben, den Olymp zu besteigen. Da in dem Buch, was man da gerade gesehen hat, da habe ich dann auch was vorgelesen. Und jetzt sind wir hier. Cool, was? So, und es geht weiter nach oben. Und weiter. Und weiter. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Da fehlt jetzt nur so eine Einblendung, wenn der Bildschirm schwarz wird, mit den Worten 2 Tage später. Oder Stunden. Egal, das Feuer des Olymp. Meine Fresse, ist hier nirgendwo ein Speicherpunkt? Ist doch nicht wahr. Doch, da! Oh, perfekt. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich speichere jetzt, sage erstmal auf Wiedersehen und wir sehen uns dann im nächsten Teil von God of War Teil 3 wieder. Bis dann, ciao!